Mein Name ist Henning Hartmann, Fachanwalt für Strafrecht und Verkehrsrecht in Oranienburg bei Berlin. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wieder einmal Thema EU-Führerschein. Häufig werde ich gefragt, wenn ich einen gültigen EU-Führerschein aus dem Ausland habe und damit in Deutschland auch fahren darf, kann dann ein Umtausch in eine deutsche Fahrerlaubnis erfolgen? Grundsätzlich ist diese Möglichkeit eröffnet durch § 30 der Fahrerlaubnisverordnung. Man muss aber auch wissen, dass eine gegenseitige Anerkennungspflicht der Fahrerlaubnisse innerhalb der EU besteht. Und zwar, wie es der Europäische Gerichtshof mehrfach entschieden hat, ohne jede Formalität. Das bedeutet, dass es für die Gültigkeit der ausländischen Fahrerlaubnis einer Umschreibung tatsächlich nicht bedarf. In der Praxis sieht das so aus, dass Bürger, die nach deutschen Maßstäben eine MPU ablegen müssten, um die deutsche Fahrerlaubnis wiederzubekommen, in der Regel Schwierigkeiten bei der Umschreibung von den deutschen Behörden zu erwarten haben und eine Umschreibung daran scheitert. Wie gerade gesagt, ist aber bei einem wirksamen Erwerb der Fahrerlaubnis im EU-Ausland eine solche Umschreibung auch nicht erforderlich, damit man in Deutschland fahren darf. Haben Sie dazu Meinungen oder Anmerkungen? Schreiben Sie mir gerne über die Kommentarmaske.